Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, wir versuchen jetzt nochmal Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. in die flammende Faust einzubrechen, weil irgendwie ist mir so eingefallen, dass wir eigentlich erstmal Herzog Eltern retten müssten, bevor wir überhaupt was anderes machen. Ja, und uns erstmal schön verkeilen da hinten. So, Tiax steht immer noch hier rum. Also hier rein. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich Was ist das für ein Unsinn? Versucht ihr die Kaserne der Flammenden Faust zu stürmen? Ihr werdet hier keine Freunde haben finden, Benno hier. Die Flammende Faust ist jetzt Asylum und zerstört. Das Einzige, was Herzog Aethans Freunde hier nun finden, ist der Tod. Zu den Waffen. Benno hier und seine Verbündeten sind in die Kaserne eingedrungen. Ja, das sind zum Glück nur Söldner. Okay. Irgendwas haben wir doch falsch gemacht. Also nochmal laden. Wie ihr wünscht. Oder kommen wir irgendwie durch den Keller rein? Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Wie ihr wünscht. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ah, Eisspinne. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Ja, wichtige Ereignisse. Ich habe Sarivox Buch. Oder ich gehe erstmal doch in die errötende Nixe. Wo sind wir eigentlich gerade? Wie ihr wünscht. Also hierhin. Und hier sind wir falsch. Wir müssen hier hin erstmal. Ich diene der Flamme. Ihr braucht nur zu fragen. Und mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Wie ihr wünscht. Dann mal ab in die errötende Nixe. Ich brauche ein schluckstarkes Zwergenbier. Hi. Ach, wollt ihr nicht einen Penny für eine Geschichte von Mord und Betrug zahlen? 10 Goldmünzen wären's. Und sie sind's wohl wert. Ein finsterer Preis für eine finstere Geschichte. Und ich höre sie mir an. Bevor ich mein Geld hinterlege, sagt mir den Namen des Opfers und ob es wahr oder erfunden ist. Habt schon recht, der Name des Opfers wird Scar der Gute von der flammenden Faust sein und meine Geschichte ist so wahr, wie es draußen regnet und so merkwürdig, wie Wasser Eis wird. Wollt ihr nun eure 10 Goldmünzen rausrücken? Wenn Scar tot ist, ist es am besten, wenn ich die Geschichte höre. Das ist mein Geld, Freund, und ich wünsche, dass ihr mir die Wahrheit erzählt. Also es geht um Scar, den zweiten Kommandant der edlen flammenden Faust, und Schar in der dunklen Gasse. Der Regen klatschte nur so gegen die Fensterscheiben. Das Wasser lief mir in den Stiefel. Oh, Essig, ein schlauer Mörder, machte sich an ihn ran, schnitt das Band seines Reisgeldbeutels mit einem blitzscharfen Messer durch und machte sich davon, die Gasse runter, ja. Und der gute Scar rannte hinter dem Dieb her ins Dunkle, gerade als ich durch die Pfützen stolperte, um ihm zu helfen. Aber dieser kleine Taschentrieb war nicht einfach ein Grobian, nein, es war ein silberhäutiger Verwandlungskünstler, jawohl. Und mit seinen durchartigen Klauen durchbohrte er den guten Mann die Augen. Dann schneidet er ihm den Hals auf und lässt ihn im Regen verbluten. Ihr fragt nach meiner Hilfe? Ja, ich hab's Angebot so schnell zurückgezogen, wie ich's gemacht hatte, und stand im Schatten, als das spiegelnde Scheusal eine neue Form annahm und mit blutigen Händen davonschlenderte. Meine Hilfe steht darin, dass ich hier bin und allen, die eine Münze dafür übrig haben, die Wahrheit über das Ableben des guten Mannes kundzutun. Das ist eine ganze Menge Ding. Ihr werdet mir da zustimmen.
Das Spiegelwesen, von dem ihr redet, ist als Doppelgänger bekannt. Ich habe in letzter Zeit mehr als einen gesehen. Alle im Sold des Eisenthrons. Kennt ihr den Grund, warum der Thron Scar töten wollte? Der Eisenthron, wirklich? Nun, das gehört nicht zu meiner kleinen Geschichte, aber es könnte sie doch bereichern. Herzog Eintein liegt krank da nieder im Lager der flammenden Faust und Scar der Gute hatte sein Amt als Anführer übernommen. Angelo, einen Rang unter dem guten Mann, hätte am meisten durch dessen Tod gewonnen und ihn hätte ich am ehesten verdächtigt. Aber der Eisenthron, ich weiß nicht. Wenn ihr meint, das steckt etwas Wahrheit darin, solltet ihr entweder in der Kaserne der Faust oder im Turm des Eisenthrons nachforschen, denn da müsste die Antwort zu finden sein. So, Scars Tod ist abgeschlossen. Ich habe mir die Geschichte von Yvaine angehört, dem einzigen Zeugen von Scars Tod, neben seinem Mörder. Demzufolge wurde Scar von einem weiteren Doppelgänger, der ohne Zweifel vom Eisenthron ausgesandt wurde, in seinen grausamen Tod gelockt. Obwohl Yvaine meinte, dass auch Angelo ein gutes Motiv hätte. Glücklicherweise musste Scar nur kurz leiden, doch mehr der Heimlichkeit denn des Mitleids halber. Oh ja, ich habe in letzter Zeit so viele dieser miesen Spiegelwesen gesehen, doch ich bete, dass ich mich nie an ihre verfluchte, sich wandelnde Gesichter gewöhne. Ich werde mich im Handumdrehen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in den Unterkeller. Hallo Bock. Hier geht's in den Keller. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Dann kümmern wir uns erst einmal um die Attentäter hier. Wo auch immer sie stehen, da. Na, was haben wir denn da? Schwertfutter. Ich weiß nicht, Sliff, sie sind so riesig und furchteinflößend. Ich hatte gerade an jemand anderen gedacht. Hoho, sie hat eine Zunge aus Stahl und ein Herz aus Gold, meine Christine. Und sie ist so hübsch, dass sie sich unsichtbar macht, damit sie nicht von Typen belästigt wird. Würde zwar sowieso keiner wagen, wenn einer wie ich sich um sie kümmert. Sliffylein, sagst du es ihnen, ja? Liebling, du kennst mich doch. Du kennst deinen alten Sliffy. Hey, ihr glaubt bloß nicht, dass ihr uns bei unserer Liebesgeflüster zuhören könnt, klar? Das geht euch gar nichts an. Was wüsstest du da, Süße? Jetzt erzählt mir meine Christine, dass ihr alle eine Schwäche für die Größerzüge habt. Das ist schon eine Schande, das mit Enter Silberschild, was? Eine erledigt, nur zwei vor uns. Arme Herzöge, wäre es nicht besser gewesen, wenn sie alle zusammen gestorben wären? Ach was, Christine, jetzt verrate ich gleich alles. Es ist auf, wie heißt es noch, der Silberblase. Egal, mir reicht's jetzt mit diesem Katz-und-Maus-Spiel. Das ist nichts für mich. Wir bringen sie jetzt um und die Herzöge nach dem Mittagessen, wie Sarivok es uns befohlen hat. Hm, ich liebe deinen Intellekt, Sliffy. Lass sie uns ordentlich verdrängen. Aha. Worum geht es? Ich werde mich in Hand umdrehen. Ich bin hier. Da zu sein ist nicht gut. Was ist es diesmal? Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, da ist sie. Ihr habt geläutet? Wie kann ich helfen? Sie kriegt auch ordentlich was ab. Worum geht es diesmal? So. Meisterdiebeskunst, ist immer gut. So, was haben wir hier? Kugeln. Und Kugeln. Klinge des Schattens ist ein Kurzschwert. Kurzschwerter sind ja eher was für mich. Hier habe ich noch Sarivoks Tagebuch. Dies ist eine Einladung zur feierlichen Amtseinführung des neuen Großherzogs von Baldurs Tor. Die Feier findet im Herzogspalast statt. Zeigt diese Einladung dem Wächter am Tor und der würde euch Anlass gewähren. Die scheint eine wichtige Notiz zu sein, die ihr besser aufbewahren solltet. Ja. Sliff, nun ist es an der Zeit, so ist die Zeit nicht gekommen. Wenn die Gesellschaft am Abend meiner Amtseinführung beginnt, werdet ihr meine Doppelgänger-Assassinen an Kanalzugang des Palastes treffen.
Ihr werdet euch unter die Menge im Ballsaal mischen. Wenn ich meine Rede beendet habe, werdet ihr zuschlagen. Wenn ihr nicht da seid, werden meine Doppelgänger ohne euch vorgehen und eure Bezahlung verfällt. Denkt daran, dass ihr eure Frau, dieses kleine Luder, im Zaun haltet. Diesem Brief liegt eine Einlage zur Feier bei Saribok. Mhm. Wie kann ich helfen? So, was haben wir hier noch? Ein paar Schriftrollen. Schleuder plus 1. Todesklinge, Dolch. Auch nichts sonderlich Wertvolles. Die Zauber kennen wir alle schon. Die Einladung. Der Rest kann erstmal da rein. So. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Hier sind überall Wächter. So, in welchem Teil der Kanalisation sind wir jetzt gerade? Ich glaube, das ist der Teil. Ja, das ist der östlichste Teil. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Geht da mir Sport einfach Grauschlick? Okay, nehmen wir doch den Weg oben rum erstmal. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt sind wir wieder in der Nähe der flammenden Faust. Wie ihr wünscht. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Na komm, hört auf, da... Das kapiere ich irgendwie nicht in der Enhanced Edition. Noch mehr vergrößern. Ja, bevor ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Warum sich da ständig Leute ineinander verkeilen? Aber wie sie sich verkeilen? Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern. Wie kann ich bevor ihr sie weiterziehen worum? Können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Okay, nee. Hier geht's... Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Wo geht's dann hier hin? Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ach, wie nett. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Hi. Ich werde mich im Handumdrehen darum Bye. Kümmern. Wie ihr wünscht. Wo kommst du jetzt her? Wir wollen nicht gegen dich kämpfen. Geh weg. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Okay. Ist irgendwo noch ein Zugang? Wie da ist wünscht. Ein Zugang.
Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hi. Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Es ist ein bisschen crazy, dass die mir hier runter folgen. Das bin ich gar nicht gewohnt irgendwie. So, jetzt bin ich hier im Norden. Da wollte ich eigentlich nicht so unbedingt hin. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen.